Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens und ich bin der virtuelle Coach von ShaliaStevens.com. Und in dem heutigen Video möchte ich das Successful Solopreneur System vorstellen und ein Sonderangebot ankündigen. Und wenn du gerade zuschaust, bist du höchstwahrscheinlich jemand, der bei einem der Online-Trainingsreihen von mir gewesen bist, wo wir in Teilen dieses System gemeinsam angeschaut haben. Und heute habe ich eine besondere Einladung für dich, die ich am Ende des Videos ausspreche. Dieses Programm wurde entwickelt für Coaches, Trainer, Berater und anderen herzgetriebenen Dienstleister. Was heißt das konkret? Das heißt, du bist ein Mensch, der nicht nur einen Beruf, sondern eine Berufung lebt, wahrscheinlich. Du hilfst anderen Menschen, voranzukommen in ihrem privaten oder Leben oder auch beruflich, und das tust du sehr gerne. Du liebst anderen Menschen, du hast ein großes Herz für andere und du hilfst ihnen gerne mit deinem Angebot. Aber du machst es nicht als Wohltätigkeitsprojekt, sondern du hast ein echtes Business oder du baust gerade deine Selbstständigkeit auf und du möchtest kein teures Hobby haben, sondern wirklich ein Business, das du liebst und von dem du gut leben kannst. Denn du möchtest gewisse Freiheiten haben, du möchtest gewisse Selbstverwirklichung erleben und du möchtest selbstbestimmt sein. Und dafür oder deswegen hast du dich auch selbstständig gemacht. Und vielleicht bist du in dem Aufbau deines Geschäftes in den ersten 2 bis 3 Jahren und du bist gerade dabei herauszufinden, was es alles bedarf, um dieses Business aufzubauen und welches Marketing notwendig ist, um dich und deine Angebote zu präsentieren auf dem Markt. Oder du bist ein etablierter Dienstleister, du bist vielleicht 10, 15 Jahre auf dem Markt, aber du bist gerade dabei, dich neu zu positionieren, eine neue Zielgruppe zu erschließen oder deine Erfahrung so zu verpacken, dass es klar wird, dass du wirklich ein Experte bist, damit du höhere Honorare bekommen kannst und auch attraktivere Auftraggeber erhalten kannst. Du möchtest wahrscheinlich, wenn du hier bist heute, mehr Kunden oder Klienten und Aufträge gewinnen und dein Fokus liegt aktuell darauf, dich als Experte auf dem Markt zu positionieren und als Experte anerkannt zu werden. Du möchtest natürlich deine Dienstleistungen verkaufen, aber du möchtest vermeiden, dass du sehr hohe Werbekosten hast. Und was du auch vermeiden möchtest, ist, dass du mit einem Pushy-Marketing auf deine Kunden zugehst. Das Push-Marketing ist eher darauf basiert, dass du anrufst und sagst, hier bin ich und deswegen bin ich der Richtige für dich. Das spricht dich weniger an, vielmehr möchtest du Soap-Marketing betreiben oder auf Englisch gesagt Pull-Marketing. Das heißt, indem du deine Expertise frei auf den Markt gibst, zum Beispiel in Form von Webinaren oder Blogbeiträgen oder Offline-Vorträge, Workshops oder Networking, und indem du zeigst, wer du bist, was du kannst, was du anzubieten hast und Nutzen und Wert im Markt schaffst, dass du und das vor deinen idealen Kunden, dass du sie zu dir anziehst und dass sie kommen und fragen, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten. Wenn das auf dich zutrifft und das dich anspricht, dann bist du hier auf dieser Seite richtig. Wahrscheinlich ist es so, dass du, wenn du hier bist, noch nicht genügend Klarheit hast über deine Positionierung und deine Zielgruppe und vielleicht herrscht ein wenig Unklarheit über deine Arbeit und deine Angebote. Vielleicht weißt du noch nicht zu 100%, wie du deine Dienstleistungen am besten verpacken kannst, zu hochwertigen, transformativen Paketen, sogar vielleicht Premium-Pakete, um diese verkaufen zu können an weniger Kunden, die gerne bereit sind, Geld für deine Leistungen auszugeben und die hoch engagiert sind, anstatt deine Zeit Stunde für Stunde zu verkaufen an sehr, sehr viele Leute, was erfordert, dass du ganz, ganz viel ständig vermarkten musst, um irgendwie überhaupt die Leute durch die Tür zu bekommen. Aber weil du noch nicht weißt, wie du deine hochwertigeren Pakete gestalten kannst, hast du natürlich Schwierigkeiten, diese zu verkaufen, ja? Vielleicht hast du auch Unklarheiten bezüglich deiner Marketingstrategie und deiner Marketingaktivitäten. Vielleicht weißt du nicht, ob das, was du tust aktuell, das Richtige ist oder ob es was gibt, was effektiver wäre für dich, um Kunden zu gewinnen. Wenn das auf dich zutrifft, bist du hier richtig.
Und du bist auch richtig, wenn du eine Anleitung möchtest und spezifische nächste Schritte, um für dein Business, um diese einzuleiten, dann bist du hier richtig. Wovon möchtest du mehr? Das ist die nächste Frage auf meinem Zettel. Du siehst, ich habe mich ein wenig vorbereitet. Auch nicht perfektionistisch, sondern einfach jetzt diese Fragen stellen. Also wovon willst du mehr? Was möchtest du erreichen? Naja, wir haben schon ein wichtiger Punkt angesprochen. Du möchtest mehr Kunden gewinnen. Du möchtest mehr Umsatz dadurch erzeugen. Das ist klar. Und wahrscheinlich möchtest du auch weniger hart arbeiten dafür. Viele Leute, mit denen ich zu tun habe, Leute, die in mein Kennenlerngespräche kommen, mit denen ich Webinare halte oder meine eigenen Kunden, sagen mir, Shalia, ich lerne und lerne und lerne da draußen, was ich tun muss, um mein Business aufzubauen. Vielleicht besuchen sie Webinare, sie kaufen Online-Kurse, sie lesen Blogbeiträge, sie informieren sich einfach auf vielen verschiedenen Bereichen, was sie tun müssen. Und über einige Monate oder über einige Jahre hat sich eine Riesenmenge an Wissen sich angesammelt auf ihrem Schreibtisch, auf ihrem Rechner, in ihrem Kopf. Aber sie haben das Gefühl, viele Puzzleteile zu haben, aber kein funktionierendes Gesamtsystem und kein Big Picture. Und sie geben ganz viel Aufwand, Mühe, Energie, stecken sie rein, aber die Ergebnisse, die sie sich wünschen, stehen in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, den sie betreiben. Und vor allem, wovon sie mehr haben möchte, ist, sie hätten gerne mehr Ahnung, was von diesen verschiedenen Bauteilen nicht funktioniert oder welches Puzzleteil vielleicht fehlt, um das gesamte Konstrukt komplett zu machen. Das würden Sie gerne wissen. Weil wenn Sie wüssten, was nicht da vorhanden ist oder welches Teil nicht funktioniert, dann hätten Sie das schon längst korrigiert und verändert. Wenn du das für dich fühlst, dann bist du hier richtig. So, was habe ich hier noch auf dem Zettel? Was könnte dein Struggle sein, Moment? Ja, eine Sache haben wir gerade angesprochen, also Aufwand und Ertrag steht nicht im Verhältnis. Aber vielleicht geht es viel weiter als diese eine faktische Tatsache. Vielleicht hat die Tatsache, dass du so lange arbeitest an der Geschäft und noch nicht die richtigen Ergebnisse hast, die du dir wünschst, begonnen an deinem Inneren zu nagen. Du beginnst an dir selbst zu zweifeln. Du hast das Gefühl, andere kriegen das hin. Du vergleichst dich ständig mit anderen, die ihre Erfolgsstories in Glanzgeschichten in Social Media posten oder in ihrem Newsletter heraus anpreisen. Und du denkst, warum schaffen sie das und ich nicht? Stimmt was mit mir nicht? Bin ich kaputt? Bin ich nicht gescheit genug? Warum kriege ich das nicht hin? Und du fühlst dich allmählich nicht genügend, frustriert und verzweifelt. Und ja, vielleicht denkst du sogar daran, ab und zu aufzugeben oder das sogar mehrmals in der Vergangenheit. Das sind typische Struggles, die ich immer wieder höre, wenn ich mit Solopreneuren spreche, die bei dem Aufbau ihres Geschäftes dabei sind. Und es kann genauso auf die etablierten Dienstleister zutreffen, während sie versuchen, neue Wege zu gehen. Also sie waren sehr bequem mit ihrem Brot- und Buttergeschäft über längere Zeit und bei dieser Neuausrichtung haben sie das Gefühl, dass sie keinen Fuß fassen. Wenn diese Struggles dir bekannt vorkommen, dann bist du hier genau richtig. So, was ist mit mir? Ja, mir ging es also sehr, sehr ähnlich. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Marketing. Ich habe begonnen, im Online-Marketing zu arbeiten im Jahr 1995. Und habe über 14 Jahre mich hochgearbeitet in verschiedenen Positionen zu strategischer Planerin. Und ich habe mit globalen Markenkunden zusammengearbeitet. Also ich habe ihnen geholfen, ihre Online-Kommunikationsstrategie in allen Bereichen des Marketings zu erarbeiten. Und als ich mich selbstständig gemacht habe, ist Folgendes passiert. Ich dachte, ich bin doch eine Marketing-Expertin. Ich bin der Karriereleiter hoch zu einer Direktorenposition mehrfach Male mit großen Teams gekommen. Es müsste doch für mich möglich sein, ein Business aufzubauen. Das trat aber nicht ein. In den ersten 2 bis 3 Jahren hatte ich große Schwierigkeiten damit, herauszufinden, zu lernen, zu verstehen, was es braucht,
um kontinuierlich Kunden zu gewinnen. Und auch ich habe sehr lange stark an mir selbst gezweifelt und war kurz davor, auch aufzugeben. Ich habe mich auf die Suche gemacht, und zwar in Großbritannien, in USA, in verschiedensten Ländern, wo es Marketing-Experten gibt. Und ich habe mich von den besten Mentoren, die ich finden konnte, ausbilden lassen. Und allmählich über Zeit habe ich die ganzen Puzzlestücke, die ich hatte, zusammengefügt zu einem Big Picture. Und eine Sache habe ich dabei erkannt, nämlich die Art und Weise, wie man große Marken vermarktet mit ihren physischen Produkten, ist eine ganz andere, gänzlich andere Sache, als wenn man Dienstleistungsmarketing betreibt für Solo-Unternehmer. Zum einen, weil ich selbst und vielleicht du selbst das Produkt bist oder du dem Produkt sehr nahe stehst, und auch, weil wir in der Regel ja Menschen auch sind, also keine Roboten. Wir haben ein Herz, wir haben eine Seele, wir stehen uns auch manchmal arg im Weg mit unseren Ängsten, Sorgen und mit den verrückten Gedanken, die wir in unseren Köpfen haben über uns selber. Und wir scheuen uns, uns sichtbar zu machen. Wir scheuen uns, Verkaufsgespräche zu führen. Wir scheuen uns, ein gutes Follow-up zu betreiben. Und das geht den meisten so. Das ist eine universelle Erfahrung. Und auch diese Erfahrungen, die ich in meinem Geschäft, die damit verbunden sind, gemacht habe, teile ich mit dir in dem Successful Solopreneur System und zeige dir Wege dort heraus, die für dich stimmig sein könnten. Also wenn du dich damit identifizieren kannst, bist du hier genau richtig. So, was bekommst du in diesem Successful Solopreneur System und wie wird es ausgeliefert? Nun, du bekommst ein komplettes System, nämlich die Essenz dessen, was ich von mich und meinem Business gesehen habe und das, was ich meinen 1-zu-1-Kunden beibringe, wenn wir zusammenarbeiten, um sie in Richtung ein Business zu führen, das sie lieben und von dem sie gut leben können. Und ich habe von all dem über 20 Jahre Marketingwissen, das ich habe, zusammengedämpft auf die essentielle, wesentliche Grundgesetze, die du wissen musst, um das zu schaffen, wovon wir die ganze Zeit in diesem Gespräch reden. Okay, wie wird es ausgeliefert, dieses Komplettsystem? Das komplette System ist heruntergebrochen in 6 Hauptmodule, die 6 wesentliche Kompetenzbereiche darstellen. In jedem Monat kannst du, wenn du möchtest, in diesem Online-Selbstlernprogramm ein Modul bearbeiten. Und du kriegst jede Woche eine Lektion mit mir, eine sogenannte Masterclass in Form eines Videos oder eines Audios. Und ich gebe dir nicht nur Wissen auf dem Weg, sondern konkrete strategische Hauptaufgaben, die du umsetzen kannst in der jeweiligen Woche, inklusive Arbeitsblätter, Vorlagen, Beispiele anderer Experten. Und es gibt in jedem Modul in der Regel viel Bonusmaterial dabei, um das Ganze noch anschaulicher zu machen. Ich spreche mit anderen Experten, sodass du andere Sichtweisen bekommst. Und die Idee ist, wenn du wolltest, könntest du über 6 Monate jede Woche ein Modell, eine Lektion absolvieren und am Ende hast du ein Ganzkonstrukt und du weißt, wie du Kunden oder Klienten gewinnen kannst und das mit Regelmäßigkeit und du machst dich schon die ganze Zeit auf den Weg, um zu diesem Ziel hinzukommen. Du hast die wesentlichen Grundlagen geschaffen im internen Bereich, das heißt für dich im Innen Klarheit geschaffen und Prozesse im Hintergrund, was die Kunden nicht sehen, die dein Geschäft tragen. Und du hast bis Ende der 6 Monate wesentliche Materialien oder Kommunikationen geschaffen, die nach außen getragen werden an deine ideale Zielgruppe, sodass nicht nur du weißt, dass du ein toller Experte bist, sondern dass die anderen das auch sehen, spüren, erleben und allmählich beginnen, dich als Experte dabei zu verstehen oder zu sehen. So. In diesem System gebe ich dir eine Abfolge, einen Leitfaden, eine sehr klare Struktur, durch die du dich arbeiten kannst. Du kannst natürlich entscheiden, dass du kurz und quer durch das Material springst, wenn du möchtest. Vielleicht bist du ein bisschen ein Rebell, ein kreativer Typ und du möchtest mit Pakete und Preise beginnen und dann zum letzten Modul und zurück.
Wie du damit umgehst, ist dir überlassen. Als Selbstlernprogramm ist es in deinem eigenen Tempo und in der Reihenfolge, die für dich stimmig ist. Also du wirst das selber entscheiden. Ich stehe dir in diesem Programm als virtuelle Coach und Online-Trainerin zur Verfügung, aber nicht live und zeitgleich, sondern zeitversetzt, denn du bekommst alles in eine aufgezeichnete Form. So, womit wirst du nach Hause gehen? Also was hast du wirklich in den Händen am Ende von diesen 6 Monate oder wenn du schneller bist, 4 Monate, also du bestimmst dein Tempo, wie ich gesagt habe. Lass uns die Module einfach kurz durchgehen. Wenn du möchtest, beginnst du mit Modul 1. Im Monat 1 nehme ich Zielgruppe und Positionierung. Am Ende weißt du, wer deine ideale Zielgruppe ist. Das heißt, die Menschen, mit denen du super gerne zusammenarbeitest. Wenn du die in deinem Kalender hast, dass deine Augen leuchten, deine Freude beginnt zu sprudeln, weil sie einfach da sind. Und diejenigen Menschen, die bereit sind, das zu zahlen, was du verlangen möchtest für die Zusammenarbeit. Und die nicht nur bereit sind, sondern und willig, sondern auch wirklich in der Lage sind. Also das identifizieren wir in diesem Modul. Wir finden in diesem Modul ebenfalls heraus, was dein Wirkungsbereich ist. Das heißt, wo du genau als Experte wirken möchtest mit diesem Kunden und wo nicht. Und du wirst die Expertenthemen erkennen, mit denen du auf den Markt gehst. Und du wirst eigene Bühnen identifizieren, wo du deine Contents auf den Markt geben kannst. Und du wirst externe Bühnen identifizieren, wo du auftreten kannst, um deine Reichweite zu erhöhen. Du wirst auch lernen, die Herzwörter deiner Zielgruppe zu sprechen, sodass du nicht im Fachjargon daherkommst oder irgendwelche kryptische Sprache, die wir als Dienstleister Magier, nenne ich das, immer nutzen, sondern du wirst die normale Sprache sprechen deiner Zielgruppe und das lernst du auch in diesem Modul. Am Ende hast du deine Zielgruppe und Positionierung hoffentlich klar oder bist ein gutes Stück nach vorne gekommen, sodass das nächste Modul für dich möglich ist, nämlich Pakete und Preise. In dem zweiten Modul im zweiten Monat wirst du deinen transformativen Prozess herausfinden. Also du beginnst mit deinem Kunden an Punkt A und du bringst die in Richtung Punkt B und du wirst erkennen, was dieser Weg ist und wie das aussieht. Du wirst auch erkennen, welche Schritte notwendig sind für dich und deinen Kunden, um dorthin zu kommen. Und das wird dir ermöglichen, viel klarer über deine Arbeit mit deinen potenziellen Kunden zu sprechen. Du wirst dein Premium-Paket identifizieren, das heißt dein größtes, lukrativstes Paket. Und du wirst daraus die anderen Pakete ableiten, bis du eine 3- oder 4-stufiges Angebotspalette hast, die deinen Kunden mehr Optionen zur Verfügung stellen. Weil ich sage immer, wenn du nur ein Angebot hast, ist eine 50-50 Chance dort, dass jemand bei dir bucht. Wenn du 3 oder 4 Pakete hast, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit enorm, dass jemand zu dir Ja sagen kann, weil du das Richtige hast für ihre Bedürfnisse und für ihr Geldbeutel. Das werden wir erarbeiten. Und du wirst genau einen super einfachen und klar strukturierten Mini-Business-Plan erstellen, die dir aussagt, was deine magische Umsatzzahl ist und was du verdienen möchtest über ein Jahr gesehen oder ein Quartal oder einen Monat und wie viele Pakete du verkaufen wirst, um dorthin zu kommen. Also auch das wird in diesem Modul absorbiert. Im dritten Modul, im dritten Monat, geht es um dein perfektes Kennenlerngespräch oder dein Kundengespräch, wenn du mit B2B-Kunden zusammenarbeitest, wird es eher heißen. Und zwar, wenn du hochwertige Pakete an den Mann bringen möchtest, wenn du über längere Zeit mit Kunden zusammenarbeiten möchtest, einen höheren Volumen schaffen möchtest bei den Aufträgen, dann ist es wahrscheinlich so, dass du 1:1 Gespräche mit deinem potenziellen Kunden führst, sodass du herausfinden kannst, ob du der richtige Mensch bist, um mit ihnen zu arbeiten und sodass sie erkennen kann, ob du der Richtige bist, mit dem sie zusammenarbeiten möchten über längere Zeit. Und am Ende von diesem Monat wirst du deinen Verkaufsprozess komplett definiert haben in 3 Schritten. Du wirst genau wissen, was du tun musst, um von all deinen potenziellen Kunden diejenigen herauszufiltern, die in die Kennenlerngespräche kommen können. Du wirst wissen, was du sagst, wenn die bei dir sind und wie du ihnen hilfst, sich vorzubereiten auf das Gespräch und dir selbst hilft, dich vorzubereiten auf das Gespräch.
du wirst auch wissen, wie du es schaffst, wirklich sehr bedürfnisorientiert mit denen zu sprechen, vollkommen auf sie fokussiert, kundenfokussiert zu sein, sodass sie einen hohen Nutzen aus dem Gespräch für sich herausfinden oder herausnehmen. Du wirst auch lernen, sehr wertschätzend und integer sie einzuladen, an Bord zu kommen als Kunden oder Klienten, ohne dass es sich für dich unangenehm anfühlt. Es ist eine ganz magische Sache, die passiert, wenn du lernst, wirklich einen leichten Übergang zu machen zwischen dem Verkaufsgespräch, wenn man so will, und zu der Einladung zu deinem Angebot. Das wirst du lernen von mir. Und du wirst auch erfahren, wie du das Follow-up gestaltest. Also manche Leute werden Ja sagen, manche werden Nein sagen und manche werden nicht wissen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für sie ist. Und du wirst lernen, wie du trotzdem mit ihnen in integeren Kontakt bleiben kannst, sodass du für sie da bist, wenn der Bedarf wieder entsteht. Das wird in diesem Monat entstehen. In dem vierten Monat wirst du deine Smart Website gestalten. Bei der Smart Website geht es darum, dass du deine vielleicht nur schöne Website in eine schlaue Website umwandelst. Das heißt, du wirst dich beschäftigen mit der Verweildauer deiner Besucher. Was kannst du tun, damit sie länger dort bleiben bei dir? Und was kannst du tun, damit der Kennen-Mögen-Vertrauen-Effekt dort eintritt, dass sie die Chance haben, dich besser kennenzulernen, dass sie überhaupt erkennen können für sich, finde ich dich sympathisch, stimmen unsere Persönlichkeiten überein, haben wir eine gewisse Chemie gemeinsam und vor allem, dass aber ein Vertrauen aufgebaut wird, weil niemand wird kaufen von dir, wenn sie dir nicht vertrauen. Und das wollen wir auf deiner Webseite auf jeden Fall schaffen. Du wirst dich mit deiner Besucherführung auseinandersetzen und einen wirklich klaren Pfad entwickeln, wo du möchtest, dass deine Besucher hingehen, sodass sie nicht irgendwo überall auf der Website landen, sondern genau dorthin gehen, wo sie die haben möchtest. Und wir werden überhaupt schauen, wo möchtest du sie haben, weil jeder verfolgt andere Zielsetzungen zu unterschiedlichen Phasen in ihrem Geschäft. Und wir werden natürlich uns damit beschäftigen, was es bedarf, dass du anonyme Besucher in dir bekannten Interessenten umwandeln kannst, sodass sie ihre Kontaktdaten abgeben bei deiner Website, sodass du überhaupt in der Lage versetzt wirst, mit denen später in Kontakt zu bleiben. Das hast du am Ende des vierten Monats deine Smart Website. Im fünften Modul, im fünften Monat geht es um deinen Marketing-Trichter. Ich beobachte nämlich ganz viele Solopreneure, die ganz viel Energie, Geld, Ressourcen, Zeit ausgeben, um sichtbar zu werden, um Augen auf sich gerichtet zu haben. Aber Sichtbarkeit alleine reicht nicht. Und mit der Hero-Methode werde ich dir die vier Schritte eines effektiven Marketings zeigen, die dazu führt, dass du deine nicht nur gesehen wirst, sondern dass du deine potenziellen Kunden in deine Welt bringst, in deinen Trichter bringst. Das ist die Hero-Methode, die ich dir beibringen werde. Nicht nur das, wir werden auch deinen Marketingkuchen gestalten. Wir werden gemeinsam herausfinden, was deine einzigartige Brillanz ist, sodass all deine Aktivitäten auf diejenigen Sachen abgestimmt sind, die du wirklich gut machst, die du gerne machst und wo du von Energie schöpfst, sodass dein Marketing dir Spaß und Freude bereitet und nicht einfach ein Groll ist, was ansteht und was du nicht machen möchtest. Nicht nur das, sondern wir werden dieses theoretische Marketingkuchen übertragen in einen umsetzbaren, realistischen und einfachen Marketingplan. Ich nenne das, setz dein Marketing auf Autopilot. Ich merke nämlich, dass viele Solopreneure plötzlich Geld brauchen, weil sie von diesen Hungersnot, also von Festmahl in Hungersnot kommen, weil sie nicht vorausgedacht haben. Sie beginnen hektisch und panisch damit, Marketingaktivitäten zu führen, wenn sie gerade Geld brauchen. Dein Marketing auf Autopilot setzen heißt, wir stellen einen Plan auf, den du folgen kannst, sodass du jeden Tag aufstehen kannst und genau weißt, was für dich heute anstehst, ohne wieder was aus einem Hut zaubern zu müssen. Das wirst du am Ende von diesem fünfte Modul haben. In dem sechsten Modul, im sechsten Monat, werden wir uns mit einer Keep-in-Touch-Strategie beschäftigen. Wir werden gemeinsam anschauen, was du tun kannst, nachdem jemand in deinen Trichter ist, in deine Welt gekommen ist, wie du schaffst, diesen Kontakt
über Wochen, über Monate, über Jahre sogar warm zu halten, wie du schaffst, wertvolle Beziehungen aufzubauen, wie du schaffst, ein gern gesehener Gast in dem E-Mail-Postfach oder in den Social Media Streams deiner Fans, Follower und Interessenten zu werden. Wir werden gucken, wie du Thomas-Status erreichst, nämlich Top of Mind Awareness. Und das heißt nichts anderes als, dass du im Gedächtnis deiner Interessenten bist, sofort, wenn sie daran denken, an eine Herausforderung, die mit deiner Expertise verknüpft ist. Das heißt, sie gehen nicht in Google oder fragen anderen nach Empfehlungen. Nein, sie haben schon eine Beziehung zu dir aufgebaut und du hast es geschafft, wirklich regelmäßig im Gedächtnis zu bleiben, sodass sie genau wissen, zu dir zu kommen, wenn der Bedarf entsteht. Das werden wir machen. Und wir werden anschauen, wie du dein absolut bester Content ihnen geben kannst, diesen Menschen, mit denen du in Kontakt bleiben möchtest. Wie du es schaffen wirst, diese wertvolle Beziehung über diesen Content aufzubauen. Dort habe ich einige Tipps, die zu Magie führen. Du wirst sehen, was ich meine, wenn du dieses Modul anschaust. Und es ist was ganz anderes wahrscheinlich, als du denkst. Außerdem werden wir Oldschool-Methoden anschauen. Ich nenne das die Eleganz der alten Schule. Denn viele Leute, die ihr Geschäft aufbauen, haben noch nicht die ganzen modernen, technisch basierten Marketing-Methoden in place. Das heißt, vielleicht hast du noch kein E-Mail-Marketing-System ausgewählt oder vielleicht hast du noch nicht die ersten 100 oder 500 E-Mail-Adressen auf deiner E-Mail-Liste oder noch nicht so viele Follower in Social Media. Die gute Nachricht für dich ist, du musst nicht warten, bis das alles aufgesetzt wird. Mit diesen Oldschool-Methoden wirst du sofort beginnen können, auch in Kontakt zu bleiben mit potenziellen Kunden, ohne technisches Wissen zu haben. Also es werden Sachen vorkommen wie Briefe und Postkarten und anderen schönen Sachen. Und ich werde dir genau zeigen, was du dort damit machen kannst, wie du das gestalten kannst und organisieren kannst, um regelmäßig in Kontakt zu bleiben. So, das ist das, was du am Ende des sechsten Monats hast und dann ein ganzes System. Und mir ist wichtig zu erwähnen, was ich immer wieder beobachte, nicht nur bei mir, sondern bei meinen Kunden, denen ich diese ganzen Sachen beigebracht habe. Nachdem du das einmal aufgesetzt hast und nachdem dieses System zum Funktionieren gekommen ist und kontinuierlich Kunden beginnen reinzukommen über Zeit. Das braucht eine Weile, bis das funktioniert. Und manche meiner 1:1 Kunden haben erst am Ende der 6 Monate die ersten Kunden. Aber dann, wenn es ins Rollen kommt, stellen sie immer wieder fest, dass sie das leicht wiederholen können. Denn diese Grundgesetze, wenn du die einmal verstehst, können angewendet werden, immer wieder und immer wieder. Egal, ob du weiterfährst mit dem bestehenden Konzept oder ob du dich später in ein paar Jahren neu positionieren möchtest. Das ist Wissen, was dir keiner wieder wegnehmen kann und was dir in deinem Geschäft immer wieder einzahlen wird. Also ein hohes Return on Investment. So, ich hoffe, ich konnte dir einen sehr guten Überblick geben, was in diesem Successful Solopreneur System drin ist, wie es ausgeliefert wird, was du davon mitnimmst für dich. Und meine Aufforderung jetzt ist ganz klar, falls du dich angesprochen gefühlt hast und falls du das für dich haben möchtest, dann klick jetzt auf jetzt buchen und du wirst kommen zu diesem Sonderangebot, das ich zu Beginn erwähnt habe, das für eine kurze Zeit zur Verfügung steht. Wenn du auf diesen Link klickst, wirst du hingeführt zu einem Bestellformular, wo du deine Daten natürlich eingibst und wo du die unterschiedlichen Zahlmethoden auch sehen wirst. Wir haben nicht nur eine Einmalzahlungsmöglichkeit, sondern eine Möglichkeit, jeden Monat das zu zahlen, falls du ein kleines Budget hast und das nicht in eine größere Summe sofort bestellen kannst oder möchtest. Und wichtig für mich an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass das risikolos ist für dich. Denn du hast 30 Tage Zeit, um das System dir anzuschauen. Du darfst einige Lektionen anschauen, das Material anschauen, gucken, wie ich lehre. Du kannst schauen, was ist meine Einstellung, was sind meine Werte, ob mein Lehrstil zu dir passt, ob du dich wiederfindest in dem, was ich erkläre und sage. Und wenn aus irgendeinem Grund das System gerade momentan nicht genau das Richtige ist für dich, dann kannst du binnen 30 Tage uns eine E-Mail schreiben und einfach das sagen. Und wir werden ohne Wenn und Aber dir das Geld zurückerstatten. Das heißt, deine Entscheidung, falls du es heute triffst, ist risikolos, weil du diese 30
Tage Zufriedenheitsgarantie bekommst von mir. So, also jetzt buchen, wenn du möchtest. Und wenn du allerdings das Gefühl hast, nee, Shalia, also ich habe doch noch eine Frage, dann gebe ich dir folgende E-Mail-Adresse, nämlich support@shaliastevens.com. Das geht direkt an mein Team, genau genommen an unsere Client Relationship Managerin Nicole Beiler. Nicole wird sich darum kümmern, vor allem demnächst, während ich im Urlaub bin, um deine Fragen. Sie wird dir binnen 24 Stunden eine Antwort geben von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr. Also scheue dich nicht, wenn irgendwie was noch unklar ist und du möchtest eine Hand zu uns ausstrecken, tu das über diese support@shaliastevens.com. Danke für deine Aufmerksamkeit heute. Vielen Dank überhaupt, dass du ein Fan, Follower oder Interessent von mir bist. Ich fühle mich reich beschenkt, dass es dich gibt, dass ich dich begegnen darf, auch auf diesem Weg virtuell. Und ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen. Also ich sehe dich nicht wirklich, weil das keine Live-Trainings sind, aber wir sehen uns dann in dem Successful Solopreneur System mit diesen 25 wertvollen Lektionen und all die unterstützenden Materialien, die dazu gehören. So oder so wünsche ich dir viel Erfolg, noch mehr Freude für dein herzgetriebenes Business. Wir sehen uns sehr bald wieder online. Tschüss!